In diesem unscheinbaren Gebäude beginnt für tausende Kälbchen das Leben. Ob beim Embryonentransfer im Labor oder vor Ort. Tierarzt Dr. Nona und sein Team sind immer mit vollem Einsatz dabei. Ja, also ich bin der Hans-Peter Nona. Ich bin Tierarzt hier auf der Besamungsstation und zuständig für den Embryotransfer. Morgen. Morgen. Und hier haben wir das tiefgefrorene Sperma. Und dieses Sperma ist in Pailletten. Und eine Portion von diesem Sperma reicht aus, um eine Kuh tragen zu bekommen. Das bedeutet, hiermit wird dann eine Kuh besamt innerhalb der Polens. Mit seinem Team besamt Dr. Nona heute eine Kuh im nahegelegenen Stadtberg. Kälber gebären soll sie aber nicht, sondern lediglich als Spenderkuh fungieren. Wo geht's noch rein hier? Auf dem Anwesen von Hans Hirsch wartet die entsprechende empfängnisbereite Kuh. Nächste. Also diese Kuh ist brunstig, die hat gestern Abend deutliche Brunstsymptome gezeigt und der Herr Hirsch hat das gemeldet und da werden wir die Kuh jetzt besamen. Können Sie vielleicht ein bisschen spreizen? Ja. Diese Besamungsbette wird ja durch die Scheide und den Gebärmuttermund in die Gebärmutter eingeführt und dann wird der Samen abgespritzt. Ob die Besamung erfolgreich war, zeigt sich, wenn die Kuh nach 7 Tagen gespült wird. So wie Kuh Jasmin, die bereits eine Woche weiter ist. Für sie ist es heute das erste Mal. Es gibt auch Kühe, die vielleicht sehr nervös sind. Die haben natürlich dann schon auch etwas Stress in so Ausnahmesituationen. Ausgespült werden die Embryonen mit diesem Spülschlauch. Der wurde hier in Neustadt-Aisch entwickelt. Das ist ein Katheter, der mit einem Metallstab versteift ist, damit er einzuführen ist. Dann wird er hier verschlossen. Das Besondere daran ist, dass er einen Luftballon hat. Wir können ihn mal demonstrieren. Sie sehen, dass sich der Luftballon aufbläst. Der wird also ins Gebärmutterhorn eingeführt und im Gebärmutterhorn praktisch durch diesen Ballon abgedichtet. Ich hoffe, dass die Kuh reagiert hat. Der erfahrene Arzt tastet bei Jasmin die Eierstöcke ab. Aber ich merke schon, die Reaktion ist gut. Die Kuh hat auf die Behandlung angesprochen. Also beim Embryotransfer ist es ja so, dass es hier nicht nur darum geht, eine Trächtigkeit zu erzielen, sondern darum geht, von wertvollen Kühen mehr Nachkommen zu bekommen und diese dann auf 10 Empfängertiere, die weniger wertvoll sind, übertragen können. Sogenannte Leihmütter, die dann das Austragen der Embryonen übernehmen. Die Spülung beginnt jetzt. Das bedeutet, es wird Spülflüssigkeit reingespritzt in kleinen Mengen und die lassen wir dann wieder rauslaufen und fangen sie sauber in einer Glasflasche auf. Und im Durchschnitt gewinnen wir 10 taugliche Embryonen pro Spülung. Für die Untersuchung im Labor muss die Flüssigkeit temperaturfest verpackt sein. Zurück in Neustadt beginnt die Aufbereitung. Die Embryonen sind schwerer als Wasser und sinken zu Boden. Und wir saugen den Überstand langsam ab und der Bodensatz wird dann untersucht. So, dann müssten sich alle Embryonen in diesen 4 Schalen befinden. Unter dem Mikroskop werden die Embryonen sichtbar. Ah, gut. Die vom Fachmann als geeignet eingestuften Embryonen werden für den Einfrierprozess vorbereitet. Wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dass die unbefruchtet oder absolut degeneriert sind, dann hat es keinen Zweck. Von Kuh Jasmin kommen heute 13 befruchtete Eizellen. Die hohe Anzahl an Embryonen entsteht durch eine vorherige Hormonbehandlung. Anschließend werden die rund 200 Euro teuren Embryonen mit flüssigem Stickstoff langsam tiefgekühlt. Für Dr. Nona ist hier nun Schluss. Das Einpflanzen der Embryonen in eine austragende Kuh übernehmen andere. So.